Das nächste Projekt von Moritz und Robin löst ein sehr großes Problem. Ich bin manchmal auf so WG-Partys, Home-Partys und dann wird da YouTube oder Spotify für Musik angemacht und dann kommt irgendwann jemand und sagt, aber ich möchte noch das hören. Und dann kommen alle auf die Idee und möchten noch diesen einen Song hören und diesen einen Song hören. Und am Ende stehen alle um einen kleinen Bildschirm rum und es werden Songs geskippt. Und man hört jetzt den noch so ein bisschen und dann hört man schon den nächsten. Und irgendwie ist der Spaß der Party vorbei. Und genau dieses Problem verbessern die beiden Jungs mit Payu. Guten Tag, wir sind von Payu. Und zwar haben wir uns, wie schon gesagt, damit beschäftigt, wie setzen wir das um, dass die Partys nicht so durcheinander gehen oder vielleicht so ein kleiner Barbetreiber die Musik vielleicht seiner Gäste etwas schöner gestalten kann. So, und damit halt unsere Lösung, dass wir halt einfach eine gemeinsame Playlist haben. Jeder kann sich anmelden, dann auf die Webseite gehen und halt seine Songs hinzufügen, die er haben möchte. Wir haben uns unterteilt in Frontend und Backend. Robin hat Backend gemacht, ich habe Frontend gemacht, aber wir haben uns auch gegenseitig immer unterstützt. Das Frontend benutzt Vue.js, Nuxt.js und Vuetify.js. Und das Backend? Ja, genau, im Backend habe ich Express.js genommen, Node.js, die ganzen Daten, die ganze Playlist ist alles auf der MySQL-Datenbank und wir nutzen halt Spotify-API, um die Verbindung herzustellen, um die Musik zu bekommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch einfach ausprobieren. Ihr müsst nur den Code da scannen oder die URL eingeben. Wir können jetzt leider keine Musik abspielen, weil das wird zu lang dauern, aber ihr seht ja die Oberfläche. Ja, was ihr hier seht, ist die Oberfläche, die der Veranstalter, das heißt der Barbesitzer zum Beispiel, sehen würde. Hier, das ist die Playlist. Oben wird der aktuelle Song angezeigt und unten drunter die weiteren, die hinzugefügt wurden. Mit dem Knopf da können sie entfernt werden. Das hier ist die Playlist für die Gäste. Also diese Seite können die Gäste aufrufen. Das ist eigentlich die gleiche Playlist wie das andere auch, nur gibt es keinen Knopf zum Entfernen, weil die Gäste natürlich keine Songs entfernen können. Sonst könnten sie einfach die Songs, die ihnen nicht gefallen, entfernen und das wäre dann irgendwie unfair. Das ist die Suche. Das ist eigentlich nur eine Weiterleitung auf die Spotify-Suche. Das heißt, man gibt oben einen Suchbegriff ein, das sucht einfach auf Spotify und zeigt dann die Lieder an. Und mit dem Plus kann man dann einen Song hinzufügen. Und es gibt einen Cooldown, den kann man einstellen. Aktuell steht er bei 10 Minuten, also wenn man einen Song hinzugefügt hat, muss man 10 Minuten ungefähr warten, bis man wieder einen hinzufügen kann. Ja, also was uns noch fehlt momentan ist, beziehungsweise wir hätten noch andere Ideen, zum Beispiel, dass man für Songs abstimmen kann, statt sie einfach nur in eine Warteschlange zuzufügen. Das heißt, es stehen einige Songs zur Auswahl, um die 10. Jeder kann auswählen, welcher ihnen am besten gefällt, Songs hoch oder runter voten und dann wird der gespielt, der die meisten Punkte hat zum Beispiel. Und das Ganze nochmal andersrum, dass eben Songs auch rausgestimmt werden können aus der Playlist. Genau. Hallo? Ja. Das war unsere Präsentation. Ich glaube, es hat euch gefallen. Genau. Vielen Dank, Moritz und Robin. Kommt zu mir. Mich habt ihr übrigens. Ich bin totaler Fan der Idee. Kommt ruhig hier vor. Nehmt das Mikro mit. Mit Code die Welt verbessern ist das Motto. Wie verbessert die App nochmal die Welt? Naja, ich würde grob das als glücklich machende App gemacht, damit einfach allgemein mehr Leute glücklich sind, das wichtig ist. Ja. Moritz, wir reden. Ja, also glückliche Menschen sind einfach bessere Menschen und eine Welt, die aus besseren Menschen besteht, ist ja auch eine bessere Welt. Okay, ich denke gerade so ein bisschen an die Angehörigen und Freunde und Freundinnen, die mitgekommen sind und vielleicht nicht ganz so viel technisches Verständnis haben und heute schon öfter die Worte Frontend und Backend gehört haben. Könnt ihr dazu noch ein bisschen was sagen? Was ist das eine und das andere? Ja, also das Frontend ist quasi das, was man sieht als Nutzer und das Backend ist das, was im Hintergrund läuft und quasi die
die Logik darstellt und die ganze Arbeit eigentlich macht. Wollt ihr beide zusammen weiter im Team arbeiten? Oh. Also von meiner Seite aus, ja. Ich weiß nicht, wie es bei Robin ist, aber Robin hat auch Bock. Vielleicht sehen wir uns als zukünftiges Ziel, dass wir vielleicht weg von der Spotify-API gehen, da sie vielleicht jetzt nicht die beste ist. Und vielleicht mal gucken, ob wir noch andere Streaming-Dienste finden, die vielleicht besser sind. Das wäre auf jeden Fall eine Idee noch für die Zukunft. Also es gibt gemeinsame Aufgaben auf jeden Fall. Ich danke euch sehr. Vielen Dank, Payu.